Freunde, was geht ab? Ich bin der Pave. Willkommen auf meinem neuen Channel Paveback TV, ehemals Playboys TV. Leider mussten wir das alles ein bisschen umstrukturieren. Marino hatte ein paar persönliche Differenzen mit sich selbst, sage ich einfach mal. Deswegen mussten seine Sachen weg und ich musste die Sachen erstmal alle nachkaufen, neu kaufen und so weiter, was für mich wirklich nicht günstig war. Aber Jungs und Mädels, ich hatte Bock drauf, mein Kopf ist immer im Rattern, ich habe immer neue Ideen. Eigentlich, Freunde, wollte ich letzte Woche schon am Start sein, aber der Rechner hat gedauert, bis er gekommen ist. Dann gab es wieder Probleme mit diesem und dies, das. Dann brauchte ich das Rode Mikrofon, das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert und so weiter und so fort. Hatte mir aber das Spiel schon bestellt. Hatte ich auch so ein richtig cooles Shirt dazu gekriegt. Guck mal hier, das sieht man, das ist das Wut-Bowser-Shirt. Ich muss euch warnen, ja, denn ich selber weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe Super Mario 3D noch nie gespielt, also Super Mario 3D World. Bowser's Fury sowieso nicht, wir sind ja gerade dabei. Ich habe mir aber ein bisschen was einfallen lassen und ich hoffe, dass das die Let's Play so ein bisschen aufpeppt. Guckt euch das mal an. Das ist hier der Buzzer. Das seht ihr auch im Kanalbild von mir. Das wird nachher auch in dem Thumbnail mit reingemacht. Mal gucken, wie sich das so verhält. Ich drücke da mal rauf. Ja, immer wenn das kommt, dann wird eine Szene von mir eingespielt, eine ausgesuchte Szene, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe. Das soll das Ganze ein bisschen aufpeppen, weil, sagen wir ganz ehrlich, als Normalo, wer guckt sich dort Let's Plays 30 Minuten voll an, macht keine Sau. Ja, ist einfach so. Und ja, ich habe gesagt, ich mache das Ding einfach weiter, ich ziehe das Ding voll durch und jetzt habe ich alles soweit eingestellt, jetzt sind wir hier bei Bowser's Fury, ich bin jetzt gespannt. Wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt, deswegen weiß ich auch nicht, was auf mich zukommt. Wollen wir mal loslegen und einfach mal auf die A-Taste drücken, ja. Und einige Leute wie Dumtendo oder so, die sind schon bei Folge 10 oder so, keine Ahnung. Schöne Grüße erstmal an die YouTube-Kollegen. Ein Kollege hat zu mir gesagt, ich soll das Bild hier mal besser unten in die Ecke machen, als oben. Oben, ja, weil also das sieht einfach besser aus und ich bin immer gerne für Kritik zu haben. Ja, ich hoffe, dass wir hier noch sehr lange miteinander zocken werden. Natürlich gibt es nicht nur Mario-Spiele, könnt ihr mal in die Kanalinfo erstmal gucken. Noch ist das alles im Aufbau. Nach und nach kriege ich immer mehr Ideen rein, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll. So, jetzt schauen wir mal, was uns erwartet. Aha, das ist. Sieht fast genauso aus wie. Oder auch nicht. Mario hat was entdeckt. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das Ganze mit der Buzzer-Funktion funktioniert im Laufe des gesamten Let's Plays. Deswegen möchte ich euch mal bitten, das durchzugucken und dann eure Kommentare mir gegenüber zu geben. Ja? Kritik ist immer gut. Ja? Hating ist nicht so cool. Das ist halt auf sowas stehe ich gar nicht. Wenn ihr was zu sagen habt, dann immer fair bleiben. Ja? Ich mag Fairness. So, jetzt scheint Mario hier irgendwo in irgendein Gebiet reinzufallen. Alles, was ich jetzt überwiegend weiß, ist, dass wir Bowser Jr. dabei helfen müssen, seinem Vater, okay, ich muss mich kurz bewegen, seinem Vater dabei zu helfen, nicht mehr wütend zu sein. Irgendwie ist Bowser voll im Wutmodus. Und das gucken wir uns jetzt mal an und wollen natürlich jetzt auch nicht Nein sagen, dass wir Bowser seinem Sohn nicht helfen wollen, seinen Vater wieder zu befreien. Ist eine ganz klare Sache. Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Sieht eigentlich bis jetzt ganz geil aus. Hier können wir uns ein bisschen umsehen. Sehr schön. Ich denke mal, es geht hier auch wieder um Sterne. Könnte vielleicht sein. Ich weiß es jetzt nicht genau. Was ist das hier? Also die erste Folge wird wohl 15 Minuten gehen. Und gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, da hinten ist er. Da hinten ist er. Wollen wir uns das erste Mal angucken. Schaut ganz cool aus. Bowser versucht uns auf jeden Fall zu hindern. Das ist eine ganz klare Sache. Okay.
Teil. Was auch immer, das ist so eine Sternensonne. Yes. Lass den Leuchtturm strahlen. Okay, der Leuchtturm strahlt. Okay, Bowser scheint sich zu verziehen. Okay, Bowser ist abgehauen. Wird geladen, das Ganze. Ich muss mal so, sonst kann ich da die Zeit nicht sehen. Sieht aber bis jetzt wunderschön aus. Wir scheinen was befreit zu haben. So wie wir es kennen, meine lieben Damen und Herren. Und Freunde und Mitspieler, Mitzuschauer. So, und dafür, dass unser Bruder uns erstmal nicht geholfen hat, mitzukommen, gibt es erstmal den... Ganz genau. So. Jetzt können wir loslegen, auf jeden Fall. Also der hier hat auch, also der Joy-Con hat auch einen an der Pfanne. Also der ist auch im Eimer irgendwie, komischerweise. Naja, macht nichts, müssen wir uns durchkämpfen. Kaffee hier. Ja, jetzt ist natürlich Bowser Jr. völlig aufgeregt. Und zeigt uns hier ein Bild von seinem Vater, wie er jetzt aussieht. Natürlich völlig wütend. Es scheint, Bowser Jr. ist in Schwierigkeiten, ja. Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Fuck you! Son of a bitch! Ja, das werden wir gleich sehen, was passiert ist. Und, naja, wir gucken natürlich erstmal so, weil er ist ja unser Feind. Warum sollten wir ihm eigentlich helfen? Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber er ist so groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurück zu verwandeln. Also ist es eine Sache für den Klempner und Pavy. Okay. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun, um Papa zu retten. Also bitte hilf mir, Mario. Ja, genau. Natürlich helfen wir dir. Wer wären wir sonst, wenn wir dir nicht helfen würden? Jetzt haben wir uns mit Bowser Jr. zusammengetan, Freunde. Sieht gut aus. Aber wie viel Hilfe wünschst du dir überhaupt? Ach so, ja. Wenig Hilfe, viel Hilfe. Mach mal wenig Hilfe. Wir wollen es ja ein bisschen spannender haben hier. Okay, man kann das ändern. Eine Sache noch. Wenn du ein Joy-Con mit einer zweiten Person teilst, kann diese Person Bowser Jr. steuern. Wähle hierfür einfach im Menü den zweiten Spielermodus aus. Okay. Also wir können ja mit mehreren zusammenspielen. Und immer noch bin ich sauer, dass unser Bruder uns nicht geholfen hat. Deswegen... So, jetzt wollen wir mal schauen. Also jetzt muss ich mal gucken, kann ich den Joy-Con drehen? Kann ich irgendwas... Ich muss erstmal gucken, wie ich hier... Kann ich nur auf sie raufhüpfen? Ich bin immer noch im Mario Galaxy-Style. Das ist nicht das... Oder im Mario Galaxy-Modus. Guck mal, jetzt bin ich nämlich ein kleiner Mario. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn da? Sandpfotenküste. Okay. Okay, ich denke mal, oder wenn wir doch ein bisschen höher gehen, ja, auf jeden Fall. Boah, was ist er denn hier? Ja, gib mir einen Pilz. Ja, das wäre ja auch wieder, wäre ich auch schon wieder halb so dämlich und hätte meinen Pilz verloren hier. Jetzt
Muss ich auf ihn drauf sprechen? Kann ich nicht drehen oder was ist hier los? Muss ich noch irgendwie kalt machen können? Lass den Leuchtturm strahlen. Okay, gut. Sind wir erstmal nochmal wieder klein, weil ich so dämlich war und So, was geht jetzt hier ab? Okay, ich kann hochklettern. Sauber. Achso, an Steine kann ich also nicht hochklettern. Was jetzt? Wie gesagt, Leute, ich habe das noch nie gespielt. Also, ich muss erstmal mich hier wirklich hart zurechtfinden, was ich hier machen kann und was nicht. Wie ich hier klettern kann und wie nicht. Also, verzeiht mir meine Unwissenheit. Vielleicht kann ich mich auch hier hochklettern. Nein. Nein. So, jetzt drehe ich erstmal hier die Kamera wieder das. So, laut. Ich muss mich jetzt hier festhalten. Jetzt sollte er sich drehen. Und dann geht man hier rauf. Achso, ja, stimmt. Mit Y haue ich. Okay. Das ist gut zu wissen. Okay, was ist das? Das muss ich bestimmt aktivieren, ne? Achso. Alles klar. Also die lassen sich auch Sachen hier einfallen, Freunde. Das ist echt der Wahnsinn. Erstmal klarkommen hier. Okay, kann ich den hauen? Nee. Y und... Boah, jetzt gibt er los. Ja. Yeah. Gibt es hier irgendeine Anzeige, wie das geht? Wahrscheinlich nicht. Bin ich gerade beim Leuchtturm? Ich weiß das gar nicht. Kann ich mir was zu sagen? Nein, das geht nicht den Weg. Oh. Mal kurz die Cam drehen. Was ist das hier? Ja, yeah, ein Katzensymbol. Was auch immer das ist. Da oben werde ich auf jeden Fall hoch müssen. Ich starte voller Münzen. Krass! So, also wenn es manchmal so aussieht, als ob ich mit mir selbst rede, also dieser blöde Joker hier, ne? Dann macht euch keine Gedanken, das ist bei mir völlig normal. Was haben wir hier? Gar nichts. Kann ich das hauen? Nö. Das ist auf jeden Fall, was macht er da? Das ist eine Glocke. Oha, da dreht sich was. Oh je, Freunde. Oh je. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, jetzt rastet er aus. Finde ich aber gar nicht so schlecht, das Ding. Das haben die cool gemacht. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich glaube, in der Vorschau hatte ich gesehen, dass man sich in so eine große Katze verwandeln kann. Okay. Das Ding muss ich haben. Das nützt nichts. Nein. Oh nein. Gehört das so? Aha. Okay. Bowser lacht sich Schrott über uns. Jetzt verschwindet er wieder. Also wirklich. Boah, was geht denn jetzt ab? Der dreht voll durch. Ist das Fehler oder was? Oder verliere ich Münzen? Nö, ich krieg welche. Okay, cool.
Boah, lass mich in Ruhe. Oh, ach so, alles klar, da oben ist dieses Kätzchenteil. Das werde ich auf jeden Fall so mal hören. Ganz ruhig, Alf, ganz ruhig. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ich bin wieder runtergefallen. Echt jetzt? Nein, ich bin wieder runtergefallen. Schrank Giga. 5 für die Erweckung der Giga-Glocke. Wie viel habe ich denn? 1? Boah, echt jetzt? Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wow! Eine Giga-Glocke! Über die Dinger habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Giga-Glocke ertönen. Oder so ähnlich. Okay. Aber erst müssen wir das klebrige Zeug herunterbekommen. Mit mehr Katzeninsignien sollten wir das schaffen. Ja, Freunde. Okay, Katzeninsignien, so heißen die Dinger. Ich habe jetzt eine oder... ich habe doch schon eine... da oben ist noch eine. Da sehe ich eine, oder? Oha, das wird lange dauern, bis wir die Katzeninsignien haben. Da müssen wir nämlich ganz weit gehen. Das heißt, wir werden jetzt die Videos gleich splitten erstmal. Das macht aber nichts. Laufen wir mal nach oben. Oha. Das ist auch so eine Katzeninsignie, ne? Oha. Schnell, schnell, schnell. Schnell, Mario, schnell. Cool, jetzt bin ich... Was jetzt? Yeah, ich kann Boomerang schmeißen. Wie geil ist das denn? Dich werde ich auch noch kriegen, du mieser Kleiner. Oh nee. Wie dumm bin ich denn jetzt? Wo muss ich hier überhaupt lang, Alter? Wieder rauf, ne? Oder? Ey, der Joy-Con will mich hier komplett verarschen. Hör auf dich zu bewegen, du blödes Teil. Guck mal. Sind die Joy-Cons denn alle nur im Eimer oder was? Janek! Dein Joy-Con! Das ist so schwer, ey. Nee, ich muss auf den rauf. Ich muss auf den rauf. Ey, sag mal, also langsam reicht's. Blödes Teil, Alter. Glück gehabt, ey. Ja, leicht soll's ja auch nicht sein jetzt, ne? Aber das mit dem Joy-Con finde ich ein bisschen schon ein bisschen doof. Genau. Nur so, und dann kann ich hier irgendwie durch. Was ist das? Fall da bloß nicht runter, Alter. Ich zieh durch da und nochmal rauf. Na komm. Oh, scheint nichts zu sein. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Okay, und Snape. Eine Katzeninsignie. Sehr schön. So, das ist dann der Leuchtturm.
Okay, alles klar. Da werden wir gleich langlaufen. Wir werden jetzt erstmal hier bleiben. So, denn die ersten 20 Minuten... Beweg dich bloß nicht, Mario. Beweg dich bloß nicht, bitte. So, die ersten 20 Minuten sind rum. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal genauer angucken. Ich werde das jetzt erstmal alles ein bisschen zusammenschneiden. Guck mal an, wie das alles jetzt so ein bisschen aussieht. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du mit dabei gewesen bist. Und auch in der nächsten Folge bitte wieder mit einschaltest, wenn du Lust hast. Hier auf Paveback TV. Ich bin gespannt, was uns noch so erwarten wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Abo da mit der Glocke noch. Dann wirst du immer auf das auf die neueste Folge hinaufgewiesen. Oh, ist das, bin ich doof oder was? Jetzt habe ich den Aschenbecher versaut oder was? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da mit der Glocke. Schreib doch was in die Kommentare, wenn ich irgendwas verbessern kann oder was auch nicht. Zum Glück habe ich dieses Shirt hier gekriegt. Ich freue mich auf die nächste Folge auf jeden Fall. Wir sehen uns. Ich werde jetzt genau hier stehen bleiben und bei der nächsten Folge genau hier weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.